Moin Moin, es freut mich, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Mein heutiges Thema lautet verschiedene Vorgaben in einen Bruch umwandeln. Es ist Video 10 der Reihe zum Thema Bruchrechnung. Dies ist Teil 3. Es geht darum, endliche Kommazahlen in einen Bruch umzuwandeln. Betonung liegt auf endliche. Suchst du zu Video 10 ein Aufgabenblatt? Dann sieh auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in der Playlist Bruchrechnung oder Grundschul-NTR Hauptschüler plus Mathe. Merke, alle Zahlen, die du als Bruch schreiben kannst, gehören zu der Zahlenmenge, man nennt es auch Zahlenbereich, der rationalen Zahlen. Q. Ja, normalerweise ist das ein Q mit einem Doppelstrich vorne drin. Das bietet Word leider nicht an. Word bietet nur dieses Q an. Aufgabe. Wandle die folgenden endlichen Kommazahlen. Kommazahlen nennt man auch Dezimalzahlen. In einen Bruch um. A 0,1, B 0,2, C 0,25, D 0,143, E 0,005, F 0,0025, G 0,1234. Beginnen wir mit Aufgabenteil A, 0,1. Ja, es gibt verschiedene Wege, das zu machen. Ich mache es jetzt mit Hilfe der Stellenwerttafel, weil ich die ja bereits in einem anderen Video in der Playlist, findest du es, in Grundschul-Inter Hauptschulabschlussmathe erklärt habe. Also, ich habe jetzt hier die Stellenwerttafel. Die Einer sind die 0. Dann der rote Strich ist das Komma. So, und dann kommen die Zehntel. Davon habe ich eine. Also, ich habe ein Zehntel. Ich kann also 0,1 als auch als ein Zehntel schreiben. Nehmen wir die 0,2, Aufgabenteil B. Ich habe also 0 Einer, dann mein Komma, der rote Strich, und dann die 2 Zehntel. Also kann ich für 0,2 2 Zehntel schreiben. Das kann ich noch kürzen zu 1 Fünftel. Gucken wir uns Aufgabenteil C an. 0,25. Die 0 sind die Einer, dann kommt mein Komma. Ich habe 2 Zehntel und 5 Hundertstel. Ja, und jetzt muss ich immer gucken, die kleinste Stelle, die ich nach dem roten Strich, also mit anderen Worten nach dem Komma habe. Das sind ja Hundertstel. Und jetzt muss man gucken, welche Zahl steht nach dem Komma. Hier in dem Fall in der Tafel nach dem roten Strich. Da steht die 25. Also habe ich 25 Hundertstel. Das heißt, ich kann für 0,25 auch 25 Hundertstel schreiben. Das muss ich nochmal kürzen. Das geht durch 25 zu kürzen. Das ergibt ein Viertel. Uns Aufgabenteil D an. Auch die Zahl 0,143 schreibe ich jetzt in die Stellenwerttafel. Ich habe 0 Einer, dann mein Komma, der rote Strich, 1 Zehntel, 4 Hundertstel, 3 Tausendstel. Das heißt, meine kleinste Stelle, die ich habe, sind Tausendstel. Also gucke ich mir die Zahl jetzt nach dem Komma an. Also in der Tafel nach dem roten Strich. Das ist 143. Ich habe also insgesamt 143 Tausendstel. Also kann ich für 0,143 143 Tausendstel schreiben. Die Zahl lässt sich nicht kürzen. Kommen wir zu Aufgabenteil E. 0,005 in die Stellenwerttafel eingetragen bedeutet, ich habe 0 Einer, dann kommt das Komma, 0 Zehntel, 0 Hundertstel, aber 5 Tausendstel. Das heißt, meine kleinste Stelle nach dem Komma sind die Tausendstel. Ja, und davon habe ich 5. Also kann ich schreiben, 0,005 sind 5 Tausendstel. Und das kann ich wiederum kürzen zu 1/200. Schauen wir uns nun Aufgabenteil F an. 0,0025 trage ich wieder in die Stellenwerttafel ein. Ich habe 0 Einer, dann das Komma.
0 Zehntel, 0 Hundertstel, 2 Tausendstel, 5 Zehntausendstel. Die kleinste Stelle nach dem Komma ist also 10 Tausendstel. Ja, und dann muss ich gucken, wie viele habe ich denn davon? Das sind ja die Zahlen nach dem Komma und das sind dann 25. Also kann ich schreiben, 0,0025 sind 25 Zehntausendstel. Und das kann ich wiederum kürzen zu 1/400. Schauen wir uns nun Aufgabenteil G an. 0,1234 in die Stellenwerttafel eingetragen bedeutet, ich habe 0 Einer, dann das Komma, der rote Strich, 1 Zehntel, 2 Hundertstel, 3 Tausendstel, 4 Zehntausendstel. Meine kleinste Stelle sind also die 10 Tausendstel. Ja, jetzt muss ich wieder gucken nach dem Komma, was für eine Zahl steht denn da? Ich habe 1234 da stehen. Das sind 1234 Zehntausendstel. Also kann ich für 0,1234 1234 Zehntausendstel schreiben. Das kann ich nochmal durch 2 kürzen. Das ergibt dann 617 Fünftausendstel. So, hier sehen wir nochmal alle Lösungen. Also 0,1 war ein Zehntel, 0,2 war gekürzt ein Fünftel, 0,25 war gekürzt ein Viertel, 0,143 war 143 Tausendstel, 0,005 ist ein Zweihundertstel entsprechend gekürzt gewesen, 0,0025 ist gekürzt ein Vierhundertstel gewesen und 0,1234 war gekürzt 617 Fünftausendstel. Was haben wir gelernt? Jede endliche Kommazahl, Kommazahl nennt man auch Dezimalzahl, gehört zu der Zahlenmenge der rationalen Zahlen. Ich kann also jede endliche Kommazahl als Bruch schreiben. Ich kann das mir deutlich machen mit der Stellenwerttafel, wie das geht. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und das Video liked. Bis zum nächsten Video. Tschüss!